Hier stellen wir euch den Balu vor. Der Balu, er war 3 Jahre vermittelt, ist jetzt etwa 5 Jahre alt, kam zurück. Nun ja, vermutlich hätten die Leute es schon damals sein lassen sollen. Wenig Plan, wenig Lust auf Informationen sammeln, wie die Erziehung von so einem Hund so funktioniert. Da wurde halt leider Gottes gar nichts gemacht. Es war die Aussage, dieser Hund ist nicht zu erziehen. Also das ist totaler Schwachsinn. Der Balu ist natürlich nicht unbedingt so der Hund, der jetzt dieses sprichwörtliche Will to Please zeigt. Er ist recht außenorientiert. Man sieht es auch, ne, irgendwie ihn hier jetzt zu mir zu bewegen, seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist hier im Tierheim nicht ganz so einfach. Es gibt natürlich immer was zu tun. Es gibt immer was zu schnüffeln. Und er hat der Balu für die Leute nicht immer so die Zeit. Aber wir waren mit ihm schon im Training. Da zeigt er sich sehr, sehr kooperativ, sehr lernwillig, hat Spaß dabei, steigt gut drauf ein. Und ja, wenn man mit ihm so kommuniziert, dass er es versteht, denn das ist ja meist das Problem, dass der Hund überhaupt nicht versteht, was man von ihm will. Wenn man da hinten dran hängt und komm her und ja, da wird so eine Endlosbeschallung und irgendwann schaltet der Hund halt auch auf Durchzug. Der Balu ist mit anderen Hunden eigentlich recht gut verträglich. Wir haben ihn jetzt kastrieren lassen, da er mit Hündinnen so gut wie kaum, wie will ich es nennen, freundschaftlichen Kontakt pflegen konnte. Es ging immer nur, so, jetzt ist er wieder weg. Es ging, Balu? Balu? Ja, da genau, es ging immer nur um sexuelle Kontaktaufnahme. Wir hatten es damals schon mit einem Kastrationschip ausprobiert, was ihm gut getan hat. Genau. Der Balu kann sicherlich ganz gut alleine bleiben, könnte sicherlich Zweithund werden. An seiner Leinführigkeit muss gearbeitet werden. Es muss dran gearbeitet werden, dass er sich mehr... ja, Sie sehen es schon. Er ist nicht so gerne hier im Mittelpunkt. Daran muss halt gearbeitet werden, ja. Mein Gott, es ist kein fertiger Hund. Aber wer will das schon? Und es wird Freude machen, gemeinsam mit ihm Fortschritte zu machen.